Also, Party, Fernsehen, Porno. Dieser Roman handelt von Finanzturbulenzen. Genau gesagt von einem Mann, der seine finanziellen Ziele im Leben erreicht, indem er seine Ausgaben einschränkt. Alter Schwede, mach das doch nicht. Das ist doch am geilsten, freiberuflich zu arbeiten. Nee, da geht's richtig um Romane. Wir müssen so viel arbeiten, damit wir die Zeit dazwischen Freizeit nennen können. Alles in Ordnung? Auf die Untätigkeit. Ich habe ungefähr 2 Untätigkeitsstunden, bevor ich wieder arbeiten muss.